Der Frühling ist in Saarburg angekommen. Bei schönstem Wetter und angenehmen Temperaturen nutzten am Sonntag unzählige Besucher die Gelegenheit zu einem ausführlichen Bummel beim verkaufsoffenen Sonntag in Saarburg. Aus Saarburg, dem Umland, Trier, Luxemburg und dem Saarland waren die Menschen zum Startschuss um 13 Uhr angereist. Dabei dürfte beim Saarburger Frühling so ziemlich jeder auf seine Kosten gekommen sein. Vor allem die Herren der Schöpfung zog es wie magisch zur Autoschau der heimischen Händler zwischen Sparkasse und Kreisel. Über das Interesse freute sich Autohändler Carsten Winn aus Eil. Wir haben eine schöne Produktpalette stehen, das Wetter spielt mit und gefragt wird auch nach der Abwrackprämie natürlich, die im Moment sehr in Munde ist und wir sind sehr, sehr zufrieden hier auch mit der Kundenfrequenz. Traditionell gefragt war bei diesem verkaufsoffenen Sonntag wieder Bekleidung in jeder Form. Zufrieden zeigten sich aber auch andere Branchen, etwa Thomas Remmel von Eisen- und Haushaltswaren Zenner. Die Frequenz ist meines Erachtens sehr gut, Wetter ist gut, die Leute sind gut drauf und nachgefragt wird in erster Linie werden Gartengeräte, Gartenmöbel und halt Geschenkartikel. Und wer schließlich erfolgreich fündig geworden war, steuerte zur Belohnung einen der heiß begehrten Terrassenplätze an. Um die jüngsten Besucher kümmerte sich wie in den Vorjahren die internationale Freizeitjugend Konz auf dem Fruchtmarkt. So gab es nicht allein bei den Geschäftsleuten, sondern auch bei den Besuchern ausnahmslos zufriedene Gesichter.